endlichen Mittag, du, viel zu schön heute, um zu arbeiten, sag ich dir. Ja, ja gut, ich meine, hier ist ja auch nicht mehr viel, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Ding hier schon ziemlich hässlich ist, ja, das sehe ich auch so, du. Also wenn ich mir das so angucke. Ich meine, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir das ganze Teil zusammengepfuscht haben. Ja, das ging ja auch nicht anders, ne? Also ich meine, was willst du denn da machen, ne? Wenn du so einen Scheiß bestellst. Wenn ich mir die Hürde von ihm hier so angucke, ne, dann fällt mir aber auch auf, dass der Typ einen richtig beschissenen Geschmäckler hat. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, wenn du da reinguckst, also das ist ja, da wird mir schlecht. Naja, solange das Ding aber nachher auch abnimmt, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ja, mir auch, also das interessiert mich auch nicht. Was ist da denn, Junge? Das stinkt ja mehr als die Lernversprechung vom Chef, du. Ja, das Fisch, den habe ich vor 2 Tagen geangelt. So riecht er wie von vor 2 Jahren, du. Ja, aber immer noch besser als der Geselle, der mit dem Stift los ist. Aber der Bengel hat doch mittlerweile ausgelernt, oder ja, nicht? Ja, aber für die Videos muss er immer noch der Stift sein, du weißt ja, wie es ist. Du kennst doch die Leute. Stimmt, ist da, ne? Moin. Ach Mensch, das sieht ja schick aus hier, du. Echt, finden Sie, ja? Also ich finde schon, Sie nicht, oder? Nee. Du? Nö. Sie? Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass das Vordach schon ziemlich hässlich ist, ja, da haben wir uns auch schon drauf geeinigt. Schick aussieht, wollte ich sagen. Was finden Sie daran denn nicht gut? Ich meine, wenn Ihnen das gefällt, das ist ja die Hauptsache. Also uns muss das ja nicht gefallen. Nee, Sie können mir ruhig schon sagen, was Sie nicht gut finden. Also zum einen Ihr Haus, ne? Also das ist ja schon dezent schlecht eingerichtet, so. Ja, und ne? Ich meine, die Nachbarn hier, da brauchen wir auch nicht drüber reden, die würden mir auch voll auf den Piss und das ist ja hier auch eine richtig schlechte Gegend, ne? Also, ich würde hier nicht wohnen wollen, ne? Und das riecht hier seltsam, was ist denn da für ein Muff? Na gut, hier? Ich meine, für deinen ekligen Fischgeruch, da kann der Kunde ja nichts, ne? Also, das müssen, fair müssen wir schon bleiben. Hör doch mal auf, meinen Fisch anzumachen. Ja, wenn du damit aufhörst, jeden Tag diesen Mist mitzuwirtschaften. Ich meinte eigentlich, was Sie an dem von Ihnen aufgebauten Vordach nicht gut finden. Meinen Sie an dem hässlichen Vordach hier? Ja, mein Vordach, was Sie hier hingebaut haben. Also ich persönlich finde ja, das alte Vordach war wesentlich besser. Nee, ich meine, was hat Sie denn da geritten, so einen Quatsch hier hinzubauen? Ich glaube, ich bin hier im falschen Film, das hatte ich ja so noch nie. Ach Männer, was ist denn hier los? Ja, Mensch, gut, dass Sie da sind. Also sowas habe ich hier noch nie erlebt. Wieso war denn Kelle, Spachtel? Ich habe keine Ahnung, was hier das Problem ist. Oh, alles gut, Chef. Nichts ist hier gut. Ich habe mich so über mein neues Vordach gefreut und dann kommen Ihre Mitarbeiter hier an und reden das so schlecht, oder? Ja, sag mal, was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht hier? Sag mal, das alte vermoderte Drecksvordach ist ja immer noch drauf. Das solltet ihr doch runternehmen und ein neues setzen. Aber das ist doch mein neues Vordach hier. Was ist denn hier los mit Ihrer Firma? Ja, du, hören Sie doch mal zu hier. Sie brauchen ja gleich pappig werden, nur weil es hier nach 2 Jahren alten Fisch riecht. Ne? Also können wir doch ganz vernünftig hier ausdiskutieren.